Eine Prüfung als Nageldesignerin. Brauche ich die? Soll ich sie machen? Soll ich sie nicht machen? Ist ja auch sehr kostenintensiv. Darüber werden wir heute reden. Hi Leute, in Österreich ist es ja die Arbeitsprobe, in Deutschland ist es die HWK-Prüfung. In Österreich darf man nicht Prüfung sagen, weil es ist keine Prüfung, keine Ahnung, ist die Arbeitsprobe. Bis vor 2 Jahren, im Oktober 2018 oder vielleicht auch 2017, ich weiß nicht, die Zeit läuft in letzter Zeit so, die rennt so. Ich habe den Überblick ein bisschen verloren. Auf jeden Fall bis vor kurzem war es so, dass es in Österreich Pflicht war, diese Arbeitsprobe zu machen. Ohne Arbeitsprobe konnte ich kein Gewerbe anmelden. Ohne Gewerbe steht wahrscheinlich dann der Finanz Heini vor der Tür. Und viele haben sich da gefürchtet, dass sie dann gesagt haben, okay, nee, sie machen jetzt ganz, ganz schnell die Arbeitsprobe, direkt nach der Grundausbildung sofort die Arbeitsprobe machen, damit man halt keine Probleme mit dem Finanzamt bekommt. Mittlerweile ist es anders. Mittlerweile ist die Arbeitsprobe freiwillig und auch in Deutschland, die HWK-Prüfung ist freiwillig. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch nichts anderes. Ist die HWK-Prüfung, glaube ich, die einzige Prüfung, die es gibt. Und die war schon, seit ich mich mit Nägeln beschäftige, immer freiwillig. Wie es jetzt vor 20 Jahren war, weiß ich nicht, aber in den letzten 5 Jahren ist die ganze Geschichte freiwillig. Und ich musste die Arbeitsprobe damals noch machen. Das heißt, da hat sich die Frage sowieso nicht gestellt, mache ich sie oder mache ich sie nicht? Weil, wie gesagt, ohne Arbeitsprobe kein Gewerbe, ohne Gewerbe Probleme. So war das halt damals eigentlich bei mir. So habe ich das gesehen, und so wurde mir das halt auch gesagt. Dass es im Endeffekt nicht so ist, habe ich erst später herausgefunden. Ein Gewerbe braucht man erst ab dem Zeitpunkt, wo die Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Das heißt, ich würde einfach für die Anfänger jetzt unter euch zwei Listen machen. Eine Liste mit Ausgaben, eine Liste mit Einnahmen. Wenn die Summe der Ausgaben höher ist als die Summe der Einnahmen, ist es völlig egal, ob ich von meiner Kundin oder von meinem Modell 10 Euro nehme oder 50 Euro nehme. Und es ist egal, ob ich das jetzt einen Monat mache, ein halbes Jahr mache oder 20 Jahre mache. Weil solange die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, brauche ich kein Gewerbe. Ein Gewerbe muss ich dann anmelden, wenn ich eine Gewinnabsicht habe. Irgendwann hat man halt dann auch die Gewinnabsicht. Ich denke mir, ich mache das ja doch nicht irgendwo just for fun, auch wenn ich es gerne mache, möchte ich mir trotzdem ein bisschen was dazu verdienen. Und ich verdiene mir halt nichts dazu, wenn ich halt so viel ausgebe und halt nur 10 oder 20 Euro dann Modellkosten nehme. Gerade am Anfang übersieht man es ja auch, weil da kaufe ich hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen, da. Und meistens kaufe ich am Anfang ziemlich billig ein, das ganze Zeug wird dann kaputt, dann kaufe ich es doppelt, ein bisschen teurer nach. Ist bei uns allen so. Und dann bin ich halt total schnell bei 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro, 5000 Euro. Das geht dann richtig schnell. Da hat man dann einfach richtig, richtig schnell, richtig, richtig viel Geld ausgegeben. Und wenn man dann natürlich als Modellpreis 10 Euro nimmt, bis man dann bei den Ausgaben überhaupt angekommen ist, dauert dann sowieso ewig. Deswegen, weil auch viele fragen, wie viel darf ich maximal Modellpreis nehmen? Ihr dürft Modellpreis nehmen, so viel wie ihr möchtet. Ihr dürft Modellpreis 100 Euro nehmen, wenn eure Nägel so gut sind. Ich würde es nicht empfehlen, weil dann habt ihr keine Modelle, aber theoretisch ist es ja egal, solange die Einnahmen geringer sind als die Ausgaben. So. Das heißt, damals hat sich bei mir ohnehin die Frage nicht gestellt. Ich hatte da auch einen ziemlichen Stress mit der Gewerbeanmeldung, weil ich das nicht wusste. Weil bei mir immer dann gesagt hat, ja, und hier die Kollegin und da und dort muss aufpassen und Finanzamt und hin und her. Ich wollte halt mein Gewerbe gleich anmelden, was am Anfang auch gut ist, finde ich, weil man dann, wenn man zu viele Steuern bezahlt hat, die Steuern dann zurückbekommt, wenn das Gewerbe einen Verlust einbringt. Wen das interessiert, einfach dann eine Steuerberaterin fragen, ist am besten. Und genau, ich musste dann die Arbeitsprobe machen, weil wie gesagt, ohne Arbeitsprobe kein Gewerbe. Hat sich die Frage eh nicht gestellt. Das heißt, ich habe die Arbeitsprobe gemacht. Die Frage ist es notwendig? Ja, wenn es vorgeschrieben ist, ist es notwendig, klar. Ich kann ja nicht aus, ich muss es machen. Da kann man nichts irgendwie faken oder so. Das geht nicht. Aber ich fand die Arbeitsprobe damals, außer dass sie sehr viel Stress bedeutet hat, weil
packen, hinfahren. Ihr kennt das ja, zu Hause, Hund muss versorgt sein, Kinder müssen versorgt sein, sonst was, man ist ja dann einen ganzen Tag weg, man muss hinfahren, man muss die Prüfung ablegen, dann fährt man wieder zurück. Und das Ganze ist auch kostspielig, also die Arbeitsprobe hat bei uns früher 360 Euro gekostet und ich meine, es kostet sie immer noch. Ja, man muss einen Tag Urlaub nehmen und davon abgesehen fand ich die Arbeitsprobe damals schon ziemlich unnötig. Ich versuche, das Ganze möglichst neutral zu betrachten, ohne dass sich irgendjemand beleidigt fühlt, aber so, dass ich es doch wahrheitsgemäß sage und so, dass ich doch meine Meinung rüberbringe. Weil das Video bringt ja nichts, wenn ich sage, nee, die ist so super, die ist so toll und dann spiegelt es überhaupt nicht meine Meinung wieder, weil dann kann ich mir das Video sparen. Ich fand die damals ziemlich unnötig, weil ich auch finde, dass die, die durch die Prüfung durchgekommen sind, teilweise richtig schlechte Nägel gemacht haben. Noch schlechter als meine und meine waren schon schlecht. Ich kann euch gerne ein Foto einblenden. Mit den Nägeln habe ich 2014 oder 2015, ich weiß gar nicht, habe ich halt die Arbeitsprobe bestanden und ich war mir damals sicher, dass ich die Probe nicht bestehen würde, weil halt die Nägel schlecht sind. Weil auch die Vorgaben bei der Arbeitsprobe irgendwie eine Hand Gel, eine Hand Acryl. Wofür? Die eine arbeitet Acryl besser, die andere arbeitet Gel besser. Ich weiß, eine Nageldesignerin, eine gute Nageldesignerin kann alle Systeme, bla bla bla, ich weiß es. Aber trotzdem hat jeder irgendwo Vorlieben oder die meisten haben Vorlieben. Die eine möchte nicht mit Gel arbeiten, die andere möchte nicht mit Acryl arbeiten. Dann denke ich mir, lasst halt doch die Nageldesigner einfach in Ruhe. Lasst die Nageldesigner so arbeiten, wie sie arbeiten können. Und wenn ich eine Hand mit Gel mache und die andere Hand mit Acryl, das wird nicht gleich werden. Gerade als Anfängerin, die Hände schauen dann verschieden aus. Und wenn die Hände verschieden aussehen, ja, eine Hand mit Tipp, eine Hand mit Schablone. Ich denke mir dann, wofür? Weil das mache ich im Studio sowieso nicht. Ich tue mir entweder mit Tipp leichter oder ich tue mir mit Schablone leichter. Zwangsmäßig eine Hand so, eine Hand so. Vielleicht hat die Kundin verschiedene Finger und bei dem Finger ist es leichter, eine Schablone zu setzen, bei dem anderen ist es leichter, einen Tipp zu setzen. Dann sehe ich da halt einfach nicht so viel Sinn. Ich sehe den Sinn darin, dass sie wissen wollen, okay, sind die Basics da, kann die mit Tipp oder mit Schablone arbeiten und. Okay, kann ich nachvollziehen. Aber dann muss ich das Ganze halt auch wirklich kontrollieren. Und wenn meine Arbeit mit Acryl schlecht ist und mit Gel schlecht ist und mit Tipp schlecht ist und mit Schablone schlecht ist und das Ergebnis einfach schlicht eine Katastrophe ist, wo man sich dann denkt, nee, so würde ich nicht auf die Straße gehen. Und diese Schülerin, diese Nageldesignerin besteht dann die Prüfung. Dann, wofür dann die Prüfung? Wie gesagt, damals war es Pflicht. Ich habe es damals schon nicht unbedingt verstanden, aber gut, war halt Pflicht. Ich fand meine Nägel schlecht. Ich fand die ganze Anreise, den ganzen Ablauf, sehr viel Wartezeit. Das habe ich damals schon ziemlich angekotzt. Ich musste den Tag Urlaub nehmen. Ich habe mega viel gelernt, weil es wurde verlangt, zum Beispiel die Handwurzelknochen und den Hautaufbau, das auch auf Latein zu lernen. Ich habe das nicht nur auf Deutsch gelernt, sondern auch auf Latein. Das wurde dann nicht gefragt. Ich war mega angepisst. Die Fragen waren, ich weiß nicht, die waren absolut lächerlich. Zum Teil hätte ich nichts gelernt, kein Strich, hätte ich nicht einmal die Mappe aufgeschlagen und theoretisch nur das gewusst, was ich damals aus YouTube wusste, hätte ich wahrscheinlich die Prüfung auch bestanden. Deswegen, ja, heute ist es so, dass die ganze Geschichte mittlerweile freiwillig ist. Das heißt, in Deutschland sowieso freiwillig, in Österreich kann ich es mir jetzt aussuchen. Möchte ich diese Arbeitsprobe ablegen, möchte ich sie nicht ablegen? Und das hat mich bis jetzt jede Schülerin gefragt. Manche hatten die Arbeitsprobe sogar schon und die anderen haben halt gefragt, du, wie ist denn deine Meinung? Soll ich sie machen oder soll ich sie nicht machen? Und ich sag euch jetzt das Gleiche, was ich meinen Schülern sag, was ich meinen Schülern in den letzten 2 Jahren schon gesagt habe und wahrscheinlich meinen Schülern auch in den nächsten 10 Jahren noch sagen werde. Sofern da keine deutliche Verbesserung kommt. Ich würde es nicht machen. Also ich würde die Arbeitsprobe selber persönlich für mich freiwillig nicht machen, weil ich einfach keinen Sinn drin sehe.
Es war damals schon so, wenn man sich die Nägel der Kollegen angeschaut hat, die diese Prüfung alle haben bestehen müssen, weil ohne Prüfung kein Gewerbe. Manche Nägel waren total schön und andere Nägel waren halt wirklich nicht schön. Und so ist es heute halt dann auch. Die einen, die jetzt die Prüfung haben, manche Nägel sind schön, manche sind nicht schön. Und wenn ich mir auch die andere Seite ansehe von Kolleginnen, die die Prüfung nicht gemacht haben, gibt es auch welche, die einen Nägel sind schön, die anderen sind nicht schön. Also die Arbeitsprobe und bei der HWK-Prüfung ist es ähnlich, zumindest von dem, was ich jetzt höre. Man unterhält sich ja mit Kollegen im besten Fall. Es heißt nicht zwangsläufig, wenn ich die Arbeitsprobe habe, dass ich gute Nägel mache. Das kann ich vielleicht meinen Kunden so sagen: Hey, ich habe jetzt hier Arbeitsprobe, Prüfung und hin und her und ich habe sie bestanden. Und die Kundin freut sich dann vielleicht und so, vielleicht kommt das gut an. Aber im Endeffekt, unterm Strich, wenn ich jetzt der Kundin sage, du, ich hatte letzte Woche eine richtig geile Schulung und ich habe richtig viel gelernt und die Kundin sieht das dann an den Nägeln, die Verbesserung, weil jede Schulung bringt eine Verbesserung mit sich, dann freut sie sich, glaube ich, mehr als über eine Arbeitsprobe, die einem halt nicht so viel bringt. Also, meiner Meinung nach. Ich kriege ja noch nicht mal ein Zertifikat bei der Arbeitsprobe. Ich kriege einen Zettel, sehr geehrte Frau XY, so und so, herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden. MFG. Nichts, was man sich an die Wand hängt. Und wenn man das positiv bestanden hat, dann kriegt man so ein Siegel, so ein Gütesiegel. Damals hässlich gewesen, heute geht's. Heute nicht mehr so hässlich wie damals. Damals extrem hässlich. Wir hätten damals so eine kleine, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich glaube nicht. Du kriegst da so eine Prämie, wenn du nachweislich dieses Siegel auf der Visitenkarte verwendest oder im Studio verwendest. Und dann fotografierst und das hinschickst, also quasi, ja, denen zeigst, okay, hey, du verwendest das Siegel. Ich hätte eine Prämie gekriegt von, weiß ich nicht, 80 €, 40 €. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es dann um Geld gegangen. Nee. Ich habe es nicht aufgehangen, weil es wirklich einfach richtig hässlich war. Wenn ich zumindest was Hübsches kriege, was ich dann aufhängen kann, wo ich sage, okay, das rechtfertigt irgendwie diese 360 €. Okay. Aber tut's nicht. Die Siegel heute, die sind nicht mal so hässlich. Also die sehen eigentlich gerade so nebeneinander, die sehen ja noch nicht mal so schlecht aus. Man kriegt die, aber es ist jetzt auch nichts, was man aufhängen kann, sondern das nimmt man ab und kann es auf die Tür draufkleben oder man darf es auch auf den Visitenkärtchen verwenden oder keine Ahnung. Es ist heute auch so, wenn ich mir Nägel anschaue von Kollegen, die halt diese Arbeitsprobe gemacht haben und ich sehe dann, wie die Nägel aussehen und die ruhen sich dann vielleicht auch drauf aus, ja, ich habe ja sowieso die Arbeitsprobe und ich bin eh gewerbliche Nageldesignerin, bla bla bla, ich brauche keine Schulungen, dann sehen die Nägel halt auch dementsprechend aus. Also es ist jetzt, wie gesagt, nicht gesagt, dass jemand, der die Arbeitsprobe hat, bessere Nägel macht als jemand, der die Arbeitsprobe halt nicht hat. Und im Endeffekt geht es einfach ums Ergebnis. Es geht darum, dass die Nägel halten, dass die Nägel gut aussehen, dass ich mit den Nägeln auf die Straße gehen kann. Ich muss keine Meisterschaftsnägel machen, aber ich sollte damit einfach auf die Straße gehen können und ich sollte mich damit wohlfühlen. Und naja, dazu finde ich, braucht es einfach keine Arbeitsprobe und schon gar nicht so, wie sie jetzt aktuell abläuft. Ich glaube, der theoretische Teil hat sich verbessert zu damals. Es wird mehr Theorie gefragt, was ich jetzt weiß. Also es ist mein Wissensstand. Theorie wird mehr abgefragt, was ich auch sehr gut finde. Ob sich da jetzt praktisch viel verändert hat, ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich bin kein großer Freund davon, weil das einfach 360 € kostet und ich finde, dass das Geld besser investiert ist, wenn ich da eine gute Schulung drum mache. Weil um 360 € kriege ich eine gute Schulung. Und ja, würde ich halt dann so empfehlen. So ohne jetzt irgendjemandem auf den Schlips zu treten. Ich weiß, da werden jetzt viele E-Mails kommen. Ich weiß, es werden viele Facebook-Nachrichten kommen. Ich weiß, es werden viele, oh mein Gott, du musst das Video löschen, Nachrichten kommen. Es ist halt einfach meine persönliche Meinung und ich sage euch das Gleiche, was ich halt auch meinen Schülern sage. Muss eh jeder selber wissen. Wenn jetzt jemand denkt, okay, nee, ich möchte die unbedingt machen und ich möchte sie einfach machen, damit ich sie gemacht habe oder damit ich vielleicht
hier diese Personen, die da bewerten, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das bei der HWK-Prüfung, vielleicht ist das irgendjemand, den man kennt oder so, einfach um die Person zu treffen, okay, aber ansonsten, ich sag mal, jeder muss es selber wissen, einfach aus meiner persönlichen Sicht. Ich finde es nicht notwendig. So, jetzt ist es raus. genau, schreibt mir super gern eure Meinung unten in die Kommentare. Es würde mich nämlich richtig interessieren. Ich werde auch sehr aktiv bei den Kommentaren sein, weil es mich einfach interessiert, wer von euch hat Arbeitsprobe, HWK-Prüfung, wer hat sie nicht, warum gemacht, warum nicht gemacht, was waren dann die Beweggründe. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und ja, hier findet ihr zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr möchtet. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video, wann auch immer das kommt. Ciao!